Kerchers kabellose elektrische Bodenwischer sind populär und seit Jahren erfolgreich. Aber muss es der Kercher FC7 sein oder reicht auch das günstige Vorgängermodell FC5, um in den vier Wänden gut durchwischen zu können? Wir haben beide Wischsauger selbst bezahlt und wollen sie jetzt in einem unabhängigen Test gegeneinander antreten lassen. Sofern der Akku geladen ist, ist man mit der Vorbereitung auch schnell durch. 400 ml Wassertank befüllen, die Softrollen befeuchten und wer möchte, kann den Universalreiniger hinzugeben, von dem wenige Millimeter ausreichen und dann geht's los. Ein optisch sichtbarer Unterschied zwischen dem FC5 und seinem Nachfolgemodell findet sich bei der Betrachtung der Unterseite. So arbeitet der FC5 mit zwei vorwärts rotierenden Softrollen, der FC7 dagegen hat vier Rollen. Das macht das Wischen effektiver, da sich Abwassertanköffnung und Einzugshaube mittig befinden und die vier drumherum arbeitenden Rollen Schmutz und dreckiges Wasser besser, auch die allgemeine Schmutzaufnahme ist dadurch verbessert. Während der 200 ml Schmutzwassertank des FC5 simpel abzunehmen ist, löst man beim FC7 den Schmutzwassertank erst per Fuß aus und leert den danach aus. In der Handhabung etwas aufwendiger, aber meiner Ansicht nach wenig dramatisch, nutzt man den FC5 direkt auf den FC7 folgend, dann fällt auf, dass die Rollbürste des FC5 quasi wie so ein Motor wirkt und einen praktisch hinter sich herzieht. Man muss also kaum Kraft aufwenden. Dennoch ist das Wischen mit dem FC7 für mich angenehmer, weil das Gewicht besser verteilt ist und sich anfühlt wie ein Luftkissen, das über den Boden schwebt. Signifikante Unterschiede, die meiner Ansicht nach durchaus für eine Kaufentscheidung relevant sind, sehe ich aber in den folgenden drei Punkten. So hat der FC7 eine Freistehenfunktion und ist damit im Alltag praktischer, weil man die Reinigung häufig für kleine Handgriffe unterbrechen muss. Den FC5 müsste man dagegen auf den Boden legen oder anlehnen. Ein Riesenvorteil des FC7 ist auch das flache Wischen, denn das hier ist eine der flexibelsten Konstruktionen, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Wir können unter Möbeln wischen, das ist nicht nur ein Vorteil gegenüber dem FC5, der hier gnadenlos scheitert, sondern das ist auch ein Vorteil gegen so gut wie jeden Wischsauger, auch der anderen Marken, die zu klobig sind und die nicht flach eingesetzt werden können, weil sonst die Tanks auslaufen würden. Letztlich hängt der FC7 den FC5 auch in der Reinigung ab. In dem Test hier merkt man nur leichte Vorteile bei der Grobgutaufnahme, in anderen Test war dieser Unterschied aber deutlicher zu sehen. In der Reinigungsleistung ist das Modell besser, wobei man hier erwähnen muss, dass beide Geräte Akkuwischer ohne Saugfunktion sind. Wir haben hier also nur eine rein mechanische Reinigung. Wer regelmäßig mit Grobgut zu kämpfen hat, der sollte auf einen Akkuwischer mit Saugfunktion setzen. Da gibt es von Philips ein Topgerät, was ich frisch getestet habe und in der Videobeschreibung verlinke. Übrigens, ein Punkt, wo beide Modelle glänzen, ist die Kantenreinigung. Sehr viele Konkurrenten können schlicht und einfach keine Kanten wischen, weil die Rollen nochmal mit so einer Plastikabdeckung verdeckt sind. Wir kommen hier bis ganz an die Kante ran, müssen also nicht nochmal mit dem Lappen nachgehen und da muss man auch nochmal klar sagen, Kercher ist insbesondere mit dem 7er Modell hier auch im internationalen Vergleich sehr stark. Der Blick auf die Produktdaten macht ansonsten den Klassenunterschied vom FC5 zum FC7 weiter deutlich. Der 5 ist natürlich günstiger, rund 100 Euro. Wenn man sich jetzt sogar vorstellen kann, auf ein kabelgebundenes Modell zu steigen, dann kann man weitere 90 Euro sparen. Die 20 Minuten Arbeitszeit vom FC5 reichen aber nur für maximal 70 Quadratmeter. Da kommen wir mit den 45 Minuten vom FC7 schon deutlich weiter. Im Fazit bin ich heute deutlich Finger weg vom FC5, denn der Kercher FC7 ist in jeglicher Hinsicht das bessere Modell. Der ist flexibler, man kommt besser in die Ecken und unter Möbel, der steht von alleine, der hat mehr als die doppelte Akkulaufzeit, die Reinigungsleistung ist besser und effizienter. Kerchers Topmodell bietet hier einen ganz signifikanten Mehrwert, der Preis ist mit 350 Euro für das, was er kann, auch günstig. Ich hatte erst letzte Woche den Vorwerk Akkuwischer getestet, für den ich stolze 1300 Euro bezahlt habe. Schaut euch das Video gerne mal direkt im Anschluss an, denn auch da gibt es gewisse Parallelen. Heute gibt es eine starke Empfehlung für den kabellosen Kercher FC7. Bis dahin, ciao.